Ja, aus dem Wiederbeleben wurde nichts. Sobald wir das Gebäude verlassen hatten, wurden wir von ihm hier angesprochen. Hallo, Freunde. Könnte ich mal kurz mit euch sprechen? Ganz ruhig, ich will euch nichts tun. Ich bin nicht hier, um euch weh zu tun. Ja, du bist doch alleine. Das könntest du nicht, wenn du wolltest. Ich weiß wohl, dass ihr überall angegriffen werdet, aber ich bin ein wahrer Verbündeter. Das erwähnst du ein bisschen zu direkt. Nee, so naiv sind wir nicht mehr. Und warum sollte ich euch glauben? Ihr habt natürlich keinen Grund, mir zu trauen, aber auch keinen, mir zu misstrauen. Doch. Wie dem auch sei, ich bin nur ein Bote. Scar war der Typ, der uns hierher geschickt hat, dass ich euch im Auge behalte, obwohl ihr sehr gut auf euch selbst aufpassen könnt. Dennoch glaube ich, dass für euch eine Unterredung mit Scar selbst von Nutzen sein könnte. Ja, okay. Ja, es ist auf jeden Fall eine Falle. Na gut. Es könnte sich hier wohl um eine gut getarnte Falle handeln. Könnt ihr eure Absichten beweisen? Ihr solltet wirklich ruhiger werden. Natürlich lauern Wachen und Räuber hinter jeder Ecke. Aber dasselbe kann auch für Freunde gelten. Es ist doch ziemlich egal, wenn Wachen hinter einer Ecke lauern. Das würde nur ein Dieb sagen, sowas. Geht einfach zum Hauptquartier der Flammenden Faust im Südwesten der Stadt. Scar erwartet euch dort. Na gut. Aber wir müssen trotzdem erstmal jetzt zum Händler und die ganzen Sachen machen, die ich eben erzählt habe. Also melde ich mich gleich wieder. So, wie ihr sehen könnt, lebt Minsk wieder. Wir sind auch hochgeheilt und alles. Aber die ganzen Gegenstände sind verschwunden. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass da kein wichtiger Questgegenstand bei war. Und wir schauen uns hier jetzt in Ruhe zu Ende um. Oh, wer bist denn du? Was macht ihr hier? Verlasst dieses Gebäude oder ich hole die Wachen. Es gibt keine Wache mehr. Das können wir erst tun, wenn ihr einige Fragen beantwortet habt. Ihr seid gekommen, um mich zu töten, nicht wahr? Das könnt ihr nicht machen. Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Ich bin Taldorn, einer der Anführer des Eisenthrons. Danke für die Information. Genau, nehmen wir das hier. Wo sind die Dokumente, die Verstrickung eurer Organisation mit den Räuberüberfallen und der Eisenknappheit beweisen? Sprecht oder ihr werdet sterben. Bitte tut mir nichts. Alles, was ihr sucht, findet ihr beim Rielta. Er ist der eigentliche Anführer des Ganzen. Er hat immer alles bei sich. Darf ich jetzt gehen? Hoffentlich war Rielta nicht einer von denen. Obwohl nein, das waren die sechs, die Serebok angeheuert hatte. Wenn ihr uns sagt, wo sich der Anführer des Eisenthrons befindet, lassen wir euch vielleicht laufen. Die anderen Anführer, Brunos und Rielta, sind in Kerzenburg. Oh. Okay. Und wickeln dort Geschäfte mit einigen Gönnern aus dem Süden ab. Wollt ihr mich nun bitte gehen lassen? Okay. Sagt uns zuerst, wo wir die schlagkräftigen Beweise finden können, mit denen eure Unternehmen die ganzen Scheußlichkeiten am Küstenweg angehängt werden können. Bitte tut mir nichts. Ja, er sagt wieder das Gleiche. Also Rielta hat sie persönlich dabei, hier liegt nichts rum. Na gut, verschwindet von hier. Natürlich ärgerlich. Das heißt, wir können jetzt nicht zu Scar gehen und sagen, wir haben was gefunden, sondern nur sagen, dass wir jetzt nach Kerzenburg weiter müssen und da suchen. Aber was machen die in Kerzenburg? Ich meine, da gibt es nur Bücher. Oh, da liegt jemand tot auf dem Boden. Und hier gibt es nichts zu holen. In so einem edlen Haus. Sehr ärgerlich. Obwohl wir das Gold nicht mehr wirklich brauchen, aber irgendwelche Dokumente wären schon ganz schick. Nö, absolut nichts zu finden. Und das bisschen, was an Loot da war, ist verrottet. Super. Allesamt raus hier. Und dann starten wir Scar mal einen Besuch ab. Mal gucken, was er zu dem Ganzen zu sagen hat, weil wirklich subtil waren wir ja nicht und Beweise haben wir keine. Also kann es gut sein, dass er uns verhaften will. Na, mal schauen. Ja, raus. Obwohl, da geht es noch in den Keller. Und warum ist der auch tot? Den haben wir nicht angegriffen. Oder wir haben es aus Versehen gemacht. Ups. Darunter. Hier ihr. Hey ihr. Hier unten darf keiner rein.
zischt ab, bevor ihr was auf die Nuss bekommt. Wie wär's damit, Dreckskerl? Deine Freunde sind auch schon alle tot. So. Da geht's weiter. Na gut, erstmal speichere ich ab, auch wenn ich mir nicht wirklich sicher bin, ob es Sinn macht, jetzt zu speichern, wo die Sachen verschwunden sind. Aber gut. 86. Also, da kann man da raus. Gucken wir mal kurz. Wir brauchen einen Karten. Genau, da. So, chop chop. Und wir müssen dahin. Und da ist die Festung. Mal gucken, ob er jetzt draußen steht oder drinnen ist. Weil zuletzt hatten wir ihn gesehen in der oberen Etage bei dem Großherzog. Oh, komisch auch, dass wir uns bei Scar melden sollen und nicht bei dem Herzog persönlich. Hallo, oder dem Leute. Anführer der brennenden Faust. Na, wo bleibt der Rest? Da kommt ihr alle. Schön, schön. Rinder. Ja? Flammende Faust. Sorry, nicht brennende Faust. Obwohl das nicht wirklich einen großen Unterschied macht. So, hier ist er schon mal nicht. Also wird er oben sein. Du bist nicht Scar. Das war eine kleine Treppe. Hier waren wir vorhin. Und Scar ist nicht da, obwohl wir ihm Bericht erstatten sollen. Na gut, sprechen wir erst mit dem Herzog. Seid gegrüßt, ihr Steuerzahler. Ich bin Herzog Eltan, Kommandant der Flammenden Faust. Ah, schön, dass wir mit Steuerzahler angesprochen werden, aber gut. Es freut mich, dass ihr wieder da seid. Nun, was habt ihr bislang in Erfahrung bringen können? Wir wissen, dass sämtliche belastende Beweise bei Rielta gefunden werden können, dem obersten Führer des Eisenthrons in Baldur's Tor. Es heißt, er hält sich derzeit wegen irgendwelcher Geschäfte in Kerzenburg auf. Dann bleibt euch nur eines übrig. Ihr müsst euch nach Kerzenburg begeben und in Erfahrung bringen, was sie vorhaben. Ihr Aufenthalt bedeutet nichts Gutes für diese Stadt. Kerzenburg ist nicht wirklich eine Stadt. Aber gut, nehmt dieses Buch. Ohne dass euch der Hüter der Pforte keinen Einlass in die Bibliothek gewähren würde. Hier ist auch die Belohnung, die ich euch versprochen habe. Ihr seid wieder am Ausgangspunkt eurer Reise angelangt. Herzog Eltern hat euch gebeten, nach Kerzenburg zurückzureisen, um dort die Anführer des Eisenthrons zu bespitzeln. Ihr seid zwar beunruhigt, dass sich die große Bibliothek nun in den Händen so böser Männer befindet. Und ihr würdet gerne einen anderen Grund für euren Besuch haben. Doch ihr freut euch trotzdem. In euer ehemaliges Zuhause zurückzukehren. Und wir wurden gleich hinteleportiert. Na gut, die gehen wohl davon aus, dass die meisten Leute jetzt schon so ungeduldig sind und das Spiel fertig machen wollen, dass man sie gleich hinteleportieren muss, aber ich finde das ganz schön dreist. Was ist, wenn ich jetzt was anderes hätte machen wollen? Na gut. Dann sag mal Hallo. Halt, ihr Reisenden. Um eingelassen zu werden, müsst ihr zuerst unserer Bibliothek ein wertvolles Schriftstück spenden. Ja, das haben wir auch versucht, als wir einen Tag gerade mal außerhalb der Pforten waren, unser Vater umgebracht wurde und wir wollten nach Hause und du hast uns nicht reingelassen, du kleinen Schachner. Wir haben das Buch, das ihr braucht. Ihr habt die Anforderungen erfüllt, um in unsere heilige Bibliothek eingelassen zu werden. Es tut gut, Gorions Kind wieder in diesen heiligen Hallen zu sehen. Bitte achtet darauf, dass eure weniger zivilisierten Freunde keinen Ärger machen. Was bitte? Wir nehmen es hier sehr genau mit dem Gesetz. Das wisst ihr ja nur zu gut, Gerogon. Ja, anscheinend. So, und jetzt müssen wir hier irgendwo den Anführer des Eisenthrons finden. Und die ganze Karte ist auch wieder zugedeckt. Das heißt, wir schauen uns lieber in Ruhe um, weil vielleicht sind an den alten Orten neue Sachen. Also, was hatten wir da? Denken wir mal eben 130 Folgen zurück.
Hier war irgendwo der Zwerg und seinem Rattenlager. Der Zwerg ist schon mal nicht mehr da. Dafür eine leere Kiste. Und die Katzen warten immer noch. Ja, also so viel hat sich wohl doch nicht verändert. Raus, raus, raus. Na komm schon. Komm. Ja. So, was kam als nächstes? Hier oben war ein Tempel. Und dann kam der Bauer mit seiner Kuh, die wir geheilt haben. Diese Wände umschließen das. Es freut mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, dem weisen Ogma Tribut zu zollen. Heiltränke? Fragezeichen? Ja, super. Und die sind auch hoffentlich nicht verflucht. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass sie es nicht sind. Und er verkauft 2 für 560. Ein bisschen happig, aber na gut. Geht schneller und heilt mehr. Das war's schon. So, euch nehmen wir auch noch mit. Das spart nämlich immer Zeit und man muss nicht so viel zaubern. Oh, voll mit Heiltränken. Das ist doch mal gut. So, die kommt dahin. Du kommst zu Khaled. Du hast gar keinen, dann nimmst du mal die drei. Den Stein bekommt Minsk auch, weil Georg sonst überladen ist. Was haben wir hier? Rieta, meine Vorgesetzten sind begeistert von eurem Vorschlag. Ich würde ihn gerne mit euch besprechen, aber nichts auf diesem Weg. Die Hafner und Sens waren in letzter Zeit in dieser Region sehr aktiv und es wäre sehr unvorteilhaft, ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Allianz zwischen unseren beiden Gruppen zu verhindern. Habe ich die vorhin aufgesammelt, ohne sie zu lesen? Hm. Wenn ihr, Bruno und Taldorn, uns im sicheren Kerzenburg treffen könntet, wäre meinen Vorgesetzten sicher erleichtert. Sendet bitte so schnell wie möglich eure Antwort. Tu's. Hm. War das der Kerl, der uns ausgefragt hat, wo der Anführer ist? Also der Anführer von dem Anführer von dem regionalen Eisenthron? Na gut, und der andere Brief? Vater, das wird dann wohl von Saravok sein. Ich habe euren Brief erhalten und ich kann euch versichern, dass die von Gerugon angeführten Söldner uns nicht mehr in die Quere kommen werden. Ich habe mich persönlich um sie gekümmert. Vor dem Sterben waren sie sehr redselig und es ist so, wie von euch gemutmaßt. Sie waren Spione der Zentarim. Hä? Ich muss euch außerdem mitteilen, dass es mir nicht möglich ist, an dem Treffen in Kerzenburg teilzunehmen. Es gibt Probleme mit der kalten und der schwarzen kalten Hand und schwarzen Krallen. Sie hatten Probleme bei der Zusammenarbeit und ich muss ihre Meinungsverschiedenheiten beseitigen. Es tut mir leid, dass ich euch nicht zur Seite stehen kann. Saravok. Also alles in dem Brief ist eine Lüge. Zum einen sind wir nicht tot, zum anderen hat er sich nie persönlich uns gestellt. Er will wahrscheinlich einfach nur nicht zu dem Treffen hier hin, warum auch immer. Vielleicht will er seinen Vater irgendwie betrügen und der wird hier umgebracht. Also ja, wenn es gut läuft, wird er umgebracht, nämlich von uns, aber... Das ist jetzt verwirrend. Na gut, wir brauchen aber Platz. Das dahin... Inventar ist voll. Wir hatten ja auch keine Chance, Sachen zu verkaufen. Naja, selbst wenn, wir hätten wahrscheinlich nichts verkauft und es wäre trotzdem noch alles voll. Warum bist du nur so schwach, Khaled? So hilfst du uns kein Stück. Kann sie nicht lernen. Hat sie schon gelernt. Ja, sie hat noch schön viel Platz. Dann gebt euch mal die Hosen, den Gürtel und das Amulett deiner Frau. So. Die ist wenigstens stark genug. So, und weiter geht's. Also gleich kam der Bauer mit seiner Kuh und dann die verwirrte Zauberin, die alles vergisst. Womit kann ich dienen? Gerugon, ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr jemals wiederkommen würdet. Wie ist es denn da draußen? Das macht wirklich Spaß. Nee, es macht uns auf keinen Fall Spaß, unseren Vater zu verlieren. Tausende von Leuten umzubringen und ja. Das Ganze ist ziemlich unheimlich, Treppen.
Es steckt mehr hinter der Eisenkrise als nur die Räuber, die über die alle ständig reden. Ach ja, was denn? Ich habe einen Haufen Kobolde in den Minen von Naschkel vorgefunden, die das Erz mit einer Art Säure vergiften. Aber das ist erst die Spitze des Eisbergs. Auch anderen Ortes braucht sich etwas zusammen. Lasst mich raten. Sie wollen auch einen unabhängigen Koboldstadtstaaten gründen, stimmt's? Warum gebt ihr nicht endlich zu, dass ihr die letzte Zeit als Bäckergeselle oder so verbracht habt und hört auf, mich auf den Arm zu nehmen? Ja, na gut, er war nie wirklich der Hellste. Priesterquartiere, da wurden wir mal angegriffen. Und wer bist du? Und warum sind hier überall tote Katzen? Fragen über Fragen, aber wir gehen erstmal alle da rein. Weil er ist ein schwarz gekleideter Magier, das sind alles Nekromanten. Vorurteile und so. Oh, oh, das kennen wir von Doppelgängern. Ihr habt mich vielleicht erschreckt, Kind. Was macht ihr mit der Katze? Es starb und ich studiere es jetzt. Ihr studiert sie? Was gibt's da zu studieren? Das ist eine tote Katze. Die Knochen, die Muskelstruktur, die ganze Form, wie das Fett fällt, wo die Ohren sind, die Länge der Schnurrhaare, die Schärfe der Zähne. Ich muss alles genau wissen, Trottel. Lass mich jetzt weitermachen. Ihr Priester seid viel seltsamer geworden, seit ich weg bin. Nee. Doch warum wollt ihr das wissen? Oder sonst jemand? Müsst ihr euch überall einmischen, aufdringliches Balg. Aber vergesst es. Jetzt werde ich von euch eine Kostprobe nehmen und dann euer totes Fleisch studieren, genau wie ich das mit der Katze hier gerade mache. Ja, wusste ich's doch. Dieses ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass Doppelgänger sind. So, und jetzt ziehen wir dich gleich wie eine tote Katze, du dreckiger Doppelgänger. Stirb! Okay, also der Eisenthron hat doch noch ein paar mehr Doppelgänger. Nicht nur die bei den sieben Sonnen. Ja, also unsere alte Heimat ist infiltriert von Doppelgängern. Aber er ist garantiert keiner. Die Doppelgänger hätten sich klüger angestellt und das wäre auffällig gewesen. So. Die Magierin ist nicht mehr da, die ihr Buch verloren hat. Aber klar, es ist ja auch schon wie viel Zeit vergangen? Wo sah man das? 184 Tage. Wir waren eine ganze Weile weg. Also, wo wir gerade dabei sind, können wir wieder